dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Junge, Junge. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Was soll das denn sein? Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte. Musst du die denn färben? Was soll die denn sein? Wie kommst du nach Hause? Wir wissen nicht mehr weiter. Junge, brich deiner Mutter nicht das Herz. Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben. Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert. Wäre das nicht für dich eine eigene Praxis, Junge?